Hallo und herzlich willkommen zu Tag 120 meines veganen Tagebuchs. Wo ich dachte, dass vorgestern schon ein ziemlich bescheidener Tag gewesen ist, kam gestern eigentlich nur noch die Krone drauf, weil zum einen habe ich einen Anruf erhalten, dass in meinem Garten das nicht mehr so aussieht, so wie ich ihn verlassen habe, und dass ich bitte mal hintergehen soll und ja, aufräumen soll. Ja, dann bin ich hintergegangen und mein Gewächshaus, was ich auf dem Hochbeet hatte, viele von euch werden das kennen, die meine Gartenvideos sehen, wo ich voller Stolz meine ersten kleinen Pflänzchen eingepflanzt habe. Das hat leider der Hagel und der Sturm zerstört und ist auch nicht mehr wieder aufbaubar, sondern ist einfach nur kaputt. Ich habe zwar jetzt die einzelnen Teile und vielleicht kann man da irgendwie noch was machen, aber vor 3 Wochen gekauft oder vor 4 Wochen aufgebaut, glücklich gewesen, dass es losgeht in der Gartensaison, und gestern Sturm und Hagel, und um mir noch sozusagen die Krone aufzusetzen, heute früh schön noch eine dicke Schneeschicht draußen gewesen, und damit ist das Thema dann Pflanzen diesbezüglich erledigt, zumindest für jetzt, und jetzt warte ich dann irgendwann auf einen neuen Start. Das dazu. Dann habe ich gestern alles so gelegt, dass ich am Tag tagsüber zu Hause bleiben konnte und auf das Paket gewartet habe von der Sattelstütze, was ich euch gesagt habe, der Arschfeder. Stand auch von Hermes immer da, ja, wird noch geliefert. Ja, und irgendwann wurde es dann scheinbar nicht mehr geliefert. Und von daher warte ich auch dann heute noch auf das Paket. Auch nicht so schön. Ich würde euch vom veganen Tagebuch ja gerne was Veganes berichten, aber es war relativ unspektakulär gestern, also vom Essen und von den Erlebnissen her. Das Einzige, was ich gestern noch formuliert habe für mich, ist, da ich gemerkt habe, seit ich diese bewusste Sport-Challenge sozusagen abgeblasen habe und gesagt habe, okay, dann mache ich halt nur noch Sport. Da ist auch nicht mehr in dem Maße jeden Tag Sport gewesen wie vorher, als ich die Challenge noch hatte. Und das ist natürlich normal, so funktioniert unser Gehirn. Und entsprechend werde ich eine neue Challenge ausrufen. Wahrscheinlich mit dem... Nein, nicht. Sondern ich werde die Challenge aufrufen und ich werde sie einfach machen. Und zwar nehme ich mir vor, pro Monat 100 Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Das ist für mich eine realistische Sache, für die Vielfahrer unter euch, die werden darüber lachen. Für die wenig Fahrer, die werden vielleicht sagen, wow, 100 Kilometer klingt ganz viel. Ich befinde mich eigentlich auch noch in dem Segment, dass ich sage, 100 Kilometer klingt eigentlich ganz viel. Aber ich habe die letzten 2 Wochen das theoretisch geschafft. Und ich muss im Endeffekt bloß einmal die Woche wirklich eine große Tour machen. Also 25 Kilometer und mehr. Und ich denke, das ist realistisch. Dazu habe ich mir natürlich irgendwie ein Tool gesucht, um das alles zu dokumentieren, und bin da fündig geworden bei Strava oder Strava. Das ist eine Internetseite im Internet, wo man... Eine Internetseite im Internet. Gibt es auch Internetseiten nicht im Internet? Glaube nicht. Also eine Internetseite habe ich gefunden. Und dort kann man seine GPX-Daten hochladen, also die das Navigationsgerät oder dieser Forerunner von Garmin, den ich habe, wenn ich sozusagen Sport mache, der das aufgezeichnet hat, das wird dann hochgeladen, und so kann man dann die Strecke, sieht man die Strecke, die man gefahren ist. Und das hat auch ein paar schöne Motivationssachen dabei. Wenn man Premium kauft, ist es natürlich noch besser, aber das kaufe ich erstmal nicht. Aber man sieht jetzt schon, da wird die Strecke, die man gefahren ist, verglichen mit anderen Leuten, die auch die Strecke gefahren sind. Und dann wird die in bestimmten markanten Abschnitten, wird die eingestellt, ich habe es halt echt nicht mit erzählen, ne? Es wird an bestimmten Streckenabschnitten mit Abschnitten... Die letzten 2 Tage waren richtig scheiße. Habe ich das schon gesagt? Mensch! Also, bei der Strecke, da gibt's, die wird dann eingeteilt in Abschnitte, die besonders markant sind, wie zum Beispiel, wenn so eine Brücke hoch und runter geht, das Brückensprint. Und dann wird das verglichen mit anderen Leuten, die auch Fahrrad gefahren sind und auch die Strecke hochgeladen haben. Und dann wirst du, da siehst du, in diesem Monat oder in diesem Jahr bist du 26. im Brückensprint. Und das sind so die anderen Zeiten von anderen Leuten, die haben halt für dieselbe Strecke 3 Minuten gebraucht, also für den Abschnitt. Und so kann man das wunderbar dann auch vergleichen, Motivationsspritzer und so weiter. Und ja, entsprechend ist das
ja, echt ein cooles Tool. Und das Schöne ist, man kann es auch öffentlich einsehen. Das heißt, ihr könnt immer, wenn ihr Lust habt, schauen, na, hat denn der Christian schon diese Woche seine 25 Kilometer oder im Monat seine 100 Kilometer geschafft? Und den Link gebe ich euch auch unten. Und ja, und da, wenn ihr Spaß dran habt, könnt ihr auch immer schauen. Und das Tool ist wirklich richtig geil. Und vielleicht animiert euch das auch ein bisschen mehr Rad zu fahren. Und wenn ihr, insbesondere wenn ihr jetzt noch gesund seid, also mit Rücken und mit Knien und so weiter, fangt damit an, baut eure Muskulatur auf, dann habt ihr nicht das Problem wie ich, der halt noch gar nicht weiß, wie weit viel Radfahren überhaupt erträglich ist. So, also von daher muss ich sagen, Strava bin ich total begeistert, motiviert mich und ich muss eine Challenge formulieren für meinen Sport, sonst schläft das wieder ein. Das habe ich jetzt gemerkt und dann muss ich ganz ehrlich sagen, okay, das ist eine Schwachstelle von mir, dass ich, wenn ich nicht ganz klar formuliere, wie ich damals mit der veganen Ernährung gesagt habe, ich ernähre mich jetzt vegan. So, wenn ich das nicht ganz klar formuliere und irgendwie Spielraum lasse, sucht sich mein Bequemlichkeitsunterbewusstsein irgendwie immer eine Stelle, wo da rauskommt. Und mit dem Sport, also es ist letztlich bei Liegestütze und Hyper Extensions geblieben und alle drei Tage habe ich eins von beiden gemacht und das ist bei weitem nicht das, wie ich die Sache sehe. Auch wenn ich beim Liegestützen mittlerweile 3x10 und 1x1 schaffe, also 31 Liegestütze mit jeweils immer 5 Sekunden Pause zwischen jeweils 10. Also von daher auch schon schön, aber naja, auf jeden Fall Fahrradfahren und wird dokumentiert, Link ist unten. So, und als letztes habe ich mir noch eine Live-Verkostung hier aufgehoben. Eigentlich mache ich das immer per Video, aber da jetzt meine GoPro, und damit sind wir beim nächsten, so blau flackert und ich die wahrscheinlich jetzt zurückschicken muss und jetzt gerade ein neues Betriebssystem drauflade und also eine neue Aktualisierung drauflade und ja, da auch an der Seite es Probleme gibt, werde ich die Verkostung jetzt live machen. Und zwar habe ich euch ja gesagt, ich habe mir wieder gefrorenes Obst geholt und es waren insgesamt 7 Teile Mangos, also 3,5 Mangos für 2,70 Euro, extrem billig und ich habe gedacht, wenn das nur halbwegs gut schmeckt, ich habe die jetzt aufgetaut über Nacht, wenn das nur halbwegs gut schmeckt, weil die auch reif sind im Gegensatz zu denen, die man kauft, ist das mega. Aber bei der Jackfrucht war ich ja total enttäuscht vom Geschmack. Allerdings weiß ich nicht, ob das die Jackfrucht an sich gewesen ist oder ob das nur das Auftauen des Gemüses, des Obstes gewesen ist. Von daher, na, also aufgetautes Obst schmeckt nicht so wie frisches Obst. Oh Wunder! Naja. Aber als Alternative denke ich durchaus geeignet, insbesondere für einen Smoothie frühs, auf jeden Fall. Da habe ich auch schon die Ananas probiert, die ich gekauft habe. Da ist es wunderbar, auch 1 Kilo 2 Euro Ananas, reife Ananas, wunderbar. Und bei der Mango bin ich mir noch nicht ganz sicher, inwieweit ich die auch so kaufe für den normalen Verzehr, aber begeistert bin ich wirklich nicht. Das soll es für heute gewesen sein, Tag 120. Mit neuen Elan in eine neue Challenge und ich hoffe, dass der Tag heute so ein bisschen ein paar schöne Dinge bietet, die ich euch dann morgen erzählen kann. Aber man weiß es nicht und man muss nehmen, wie es kommt. Macht's gut, euer Christian.